Es war einmal eine glückliche Familie, die in einem kleinen Haus am See wohnte. Das Haus war umgeben von einem zauberhaften Garten. Eines Tages segelten Vater und Sohn auf den See hinaus, weit hinaus. Sie bemerkten nicht, wie ein Unwetter aufzog. Es brach unerwartet über ihnen zusammen und sie wurden vom See verschluckt. Die Mutter war am Ufer zurückgeblieben. In Gedanken war sie bei ihrer Familie. Sie wartete lange. Lange blickte sie auf den See hinaus. Sie wartet noch immer. Die Leute begannen sich Geschichten zu erzählen über die Frau, die alleine blieb, die alleine auf den See hinausblickte. War ihr Garten nicht verwunschen? Seltsames ging darin vor. Unerwünschte Besucher verwandelte sie in Stein. Seither ist sie bekannt als die Hexe von Fox Point. Manche Leute bezeichnen mich als Hexe. Das gefällt mir am allerbesten. Mary Knoll wohnt ganz allein in ihrem Hexenhaus. Der Legende zum Trotz war sie nie verheiratet. Sie hat auch keine Kinder. Sie lebt allein für die Kunst, der sie sich seit ihrer Kindheit widmet. Mit 86 lebt sie nun in ihrer ganz eigenen Welt. Ihr Haus, ihren Garten, alles hat sie selbst gestaltet. Alles ist selbst gemacht aus Materialien, die sie meist irgendwo gefunden hat. Oder die ihr der See ans Ufer spült. Sie lässt sich von den Funden inspirieren. Ich habe es immer geliebt, mit unterschiedlichsten Materialien zu arbeiten. Ich war immer gespannt auf das, was ich als nächstes tun würde. Nehmen wir die Bänder hier. Ich habe lange Zeit nicht daran gedacht, sie in den Türrahmen zu hängen. Und jetzt liebe ich es, wie morgens das Licht durchscheint. Das ist für mich einfach wunderbar. Meine Stärke liegt im Design, nicht im Realismus. Ich denke, damit lässt sich meine Arbeit am besten beschreiben. Mary Knoll ist eine unkonventionelle Künstlerin. Sie selbst sieht sich in keiner Kunsttradition. Sie tut einfach immer das, was ihr Spaß macht, mit dem, was gerade da ist. Sie erschafft die Welt ihrer Imagination und erfüllt diese mit Leben. Kunst ist mein Leben. Bereits in der Grundschule habe ich viel lieber gezeichnet als Worte benutzt. In der Highschool habe ich dann so viel Kunst belegt, wie ich konnte, und ging danach für 5 Jahre in die Kunstschule nach Chicago. Dort erhielt ich meinen Abschluss in Kunst und als Lehrerin. Marys erster Erfolg ist ein Flugzeugbauwettbewerb in der 8. Werkklasse. Sie ist das einzige Mädchen und gewinnt. Bereits 1928 kommt sie so in die Zeitung. Davor hatte sie Seifenkistenautos gebaut mit dem Werkzeug ihres Vaters. Ihrem Vater hat sie nicht nur die Werkzeugkiste zu verdanken. Er unterstützt sie in all ihren Projekten. Er ist es, der ihr ein Leben als Künstlerin ermöglicht. 1924, als Mary 10 ist, kaufen ihre Eltern das Grundstück am Lake Michigan. Sie gehören zu den ersten, die hier nördlich von Milwaukee ein Strandhaus bauen. Die Familie kommt an den Wochenenden und in den Sommerferien nach Fox Point.
Mary erlebt eine glückliche Kindheit. Sie hat ihr eigenes Spielhaus im Garten und mit den Werkzeugen ihres Vaters schnitzt sie ihre ersten Skulpturen. Später arbeitet sie als Kunstlehrerin an einer Junior High School. Doch schon bald gibt sie das Unterrichten auf und macht die Kunst ganz zu ihrem Beruf. 10 Jahre lang hatte ich eine Töpferei an der Greenbay Road. Das war natürlich kommerziell. Dad hatte mir die Töpferei gebaut und obwohl ich nicht viel verkauft habe, hatte ich eine Menge Spaß. Nach dem Tod ihrer Eltern erbt Mary Knoll 1968 das Haus. Sie ist die einzige ihrer Familie, die zurückbleibt. Mit 53 kann sie sich nun ganz ihrer Kunst widmen. Sie beginnt mit ihren ersten Zementskulpturen im Garten. Von meinem Einkommen war ich niemals abhängig, denn Dad hat mir viel hinterlassen. Ich hätte auch von meiner Kunst nicht leben können, aber ich hatte viel Spaß. Zum Beispiel mit kleinen Dingen wie diesen hier. Ihr Alter hält sie nicht davon ab, weiter kreativ zu sein. Noch immer liebt sie es zu zeichnen. Jeden Tag macht sie einige Skizzen. Jede ist ein Unikat. Sie hat schon über 2000 und sammelt jeweils 50 Stück in nummerierten Briefumschlägen. Ich sage immer, zeichne, was in dir steckt. Hol es heraus, woher auch immer. Mary Knolls größte Inspiration ist der See. Am Seeufer findet sie das Material für ihre Skulpturen. Wasser, Sand und Steine des Sees vermischt mit Zement. Auch Glasscherben und Treibholz. Mary Knoll unternimmt viele Reisen nach Europa, Ägypten. Immer hat sie ihr Skizzenbuch dabei. Ihr Haus erzählt die Geschichten ihres Lebens. Nach ihrem Tod sollen Haus und Garten zum Museum werden. Die Kohler Foundation, die sich auf unkonventionelle Künstler spezialisierte, hat sich verpflichtet, Mary Knolls Kunst für die Nachwelt zu erhalten. Gerüchte werden über die alleinstehende Frau verbreitet, je mehr Wohlhabende in die Nachbarschaft ziehen. Den Neureichen ist das vermeintliche Chaos um das alte Cottage suspekt. Bei der alten Frau kann es sich nur um eine Hexe handeln. Für die College-Studenten der Umgebung wird es zur Mutprobe, an Halloween in den Garten einzubrechen, um Teile der Skulpturen zu entwenden. Durch Vandalismus werden einige ihrer Kunstwerke zerstört. Schließlich zäumt Mary Knoll ihren Garten mit Stacheldraht ein. Sie vergittert ihre Fenster, um sie vor Steinen zu schützen. Mary Knoll hat jedoch nicht nur ungebetene Gäste. Jedes Jahr kommen viele Besucher, ganze Schulklassen, um sich von ihrer Kunst inspirieren zu lassen. Einige mochten es hier sehr. Andere hielten mich für eine Hexe, aber an meiner Freude hat das nichts geändert. Es war einmal eine alte Frau in einem kleinen Haus mit einem verwunschenen Garten. Sie lebt glücklich zusammen mit ihren Fabelwesen, die sie selbst zum Leben erweckt. Als Hexe genießt sie die Freiheit, in ihrer eigenen Welt zu leben. Und ihre Träume,
werden begleitet von den Wellen des Sees.